Und dann schauen wir mal. Er will auf jeden Fall uns nicht helfen. Irgendwas ist mit der Lea passiert. Ist sie vielleicht irgendwo noch im Wald? Ist sie irgendwie gestorben? Aber warum baut er denn einen... ja, einen Roboter mit den Initialien? Und diese Leute sind ganz... sind auch hier schon... die ganzen Leute sind auch schon weg. Nein, ich wollte eigentlich mit ihm reden. Ah, da seid ihr ja. Und wie ist es gelaufen mit einem alten Autonomous? Hat er uns angeboten, seine dringend benötigte Unterstützung? Nein, hat er nicht. Pah, ich muss schon sagen, das ist nicht die Nachricht, die ich mir hatte erhofft. Was für ein Problem der alte Grieskram wohl hat. Das weiß ich auch nicht. Ach, jetzt sitzt er hier drüben, der Nick. Ah, ihr seid zurück. Und konntet ihr gewinnen die Unterstützung vom alten Autonymos? Nein. Verstehe. Er scheint wirklich zu sein ein sturer alter Bock. Nun, wärt ihr angekommen zu mir, anstatt einfach loszuschicken, eure kleine Geheimdelektion. Ich hätte erspart euch können die Mühe. Glaubt mir, ich kenne diesen Mann besser als jeder andere. Hauptmann, wir bitten eure Verzeihung, aber bei allem nötigen Respekt, uns gehen die Optionen und ihr könnt sparen eure Worte, Soldat. Sagen wir einfach, wir müssen uns ausdenken, eine andere Strategie und belassen es dabei. Nun, Dennis, hiermit ich besondere euch zum Beobachtungsposten. Ach, Beorder. Ja, klar. Lesen sollte ich auch noch können und lernen. Wachposten. Mhm. Ich möchte, dass ihr ersetzt die Wache, die stationiert ist, unmittelbar über uns. Verstanden? Ja. Sehr gut. Und ich wäre dankbar, wenn ihr könnt vergessen, jemals zu haben gehört, den alten Autonymus. Ah, ich bin mir unsicher. Ich glaube, das spielt noch eine Rolle. So, über uns. Wie komme ich jetzt... da hoch? Warte mal. Hier hoch. Und hier hoch. Und dann müssen wir hier einmal langlatschen. Und dann auf der Seite. Wo soll ich hin? Oh, wer bist du denn? Ey, ich wollte eigentlich... noch reden. Was zum Teufel? Es tut mir unglaublich leid. So, für Ziersmesser sofort. Folge mir, Soldat. Güte, so verteufelt mannhaft. Aber das heißt wohl, etwas Furchtbares muss sein geschehen. Nun beruhige dich, Soldat. Erzähl mir, was passiert. Du sagst, Waterford ist gefallen. Ja, Sir. Wir haben verloren. Viele Männer, die diese Dinger, sie sind... Komm schon, Mann. Du musst reißen dich am Riemen. Steif halten die Ohren und so. Ja, Sir. Wir konnten nicht aufhalten ihren Verstoß. Die Automaten marschieren
in diesem Augenblick zu auf das Schloss. Genug davon. Ruhe dich aus. Es war eine große Leistung, es zu schaffen, bis hierher, trotz deiner schweren Verletzungen. Die Automaten haben uns überlistet. Wie es scheint, alarmiert die Truppen. Das ganze Schloss muss stehen in Kriegsbereitschaft. Jawohl, Sir. Dennis, ihr kommt mit mir. Autonymus wird reden dieses Mal, ob er nun will oder nicht. Die Zeit läuft uns davon. Wir haben keine andere Wahl, als beizulegen unsere Differenzen zum Wohl des Königreichs. Schnell, wir marschieren gen Westen. Wir dürfen verlieren keine Zeit. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass er jetzt im Schlepptau ist. Und irgendwie habe ich schon gedacht, dass wir wieder zurück müssen. Und nun ist Autonymus wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Sieg gegen die Automaten. Weil er wohl sie ausschalten kann. Er hat das technische Wissen. Und ich bin auf den Endboss gespannt. Also, beziehungsweise auf den Endboss von dieser Insel gespannt. Pah, und dabei hatte ich geschworen, nie wieder zu kommen hierher. Ob uns Autonomous wohl diesmal helfen wird? Beim letzten Mal haben wir ja nur ein ziemlich klares Nein zu hören bekommen. Hoffentlich wird Autonomous unser Freund. Lasst uns diesmal ganz höflich fragen. Dieser Ort hat sich nicht verändert. Autonomous ist bestimmt in seiner komischen Werkstatt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er sie überhaupt noch überhaupt nicht verlassen hätte. Oh, er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Ich wollte eigentlich noch Dingens anlabern, aber okay. Ah, Autonymus. Ich hoffe, ihr seid bei guter Gesundheit. Stillgestanden, gefreiter Dennis. Ich erledige das. Ich hoffe zu vergeben, mir den Versuch zu überzeugen, euch ein letztes Mal. Weidefort ist gefallen und es besteht kein Zweifel, dass die Automaten marschieren in diesem Moment in Richtung auf das Schloss. Ich muss euch bitten ein letztes Mal. Seht ihr irgendeine Möglichkeit zu helfen, uns sie zu besiegen? Ihr habt wohl noch nie gewusst, wann ihr solltet aufgeben, Thaddeus. Ah! Thaddeus, O'Toole. Leo und Thaddeus sind doch jagen gegangen? Das ist es. Es ist auf jeden Fall mit Leo was passiert und das ist Thaddeus schuld. Und ja, Autonymus hat natürlich jetzt Groll gegen ihn. Ja, natürlich. Ihr habt noch nie gewusst, wann ihr solltet aufgeben, Thaddeus. Ich habe schon euch gesagt, dass ich nicht werde euch helfen. Daran hat sich nichts geändert. Ganz und gar nichts. Es würde also nicht euch berühren im geringsten, wenn das Königreich, in dem ihr seid groß geworden, verschwindet völlig von der Bildfläche. Ja, so ist es. Wir Menschen sind am Ende alle geweiht dem Tod, werter Freund. Ob heute oder morgen, es macht kaum einen Unterschied.
Verflucht solltet ihr sein vor eurer Sturheit, Autonomus. Es bringt nichts, gefreiter Dennis. Alle Argumente stoßen auf taube Ohren bei diesem Mann. Wir müssen zurück zum Schloss, unverzüglich. Die Automatenhorde könnte schon stehen vor der Toren. Okay, aber was ist hier? Ja, an der Brust des Automaten ist ein Messingplättchen mit der Aufschrift: Hallo, ich heiße L.E.A. Kann man ihn von hinten? Okay, das war's auch schon. Ja, lass sie alle sterben. Was spielt es für eine Rolle? Lass sie sterben. Genau wie sie es musste. Ich hab's irgendwie geahnt, dass Lea tot ist. Wenn Menschen sterben, bedeutet das Ende. Sie werden nie wieder sich bewegen, nie wieder sprechen. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so starkköpfig ist. Vergessen wir diesen Nörgler. Sieht aus, als müssten wir selbst was gegen die Maschinenmann zu unternehmen. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass dieser Automat irgendwie uns retten wird. Oh. Das ist noch nicht der Boss, oder? Was zum Teufel? Automaten? Hier? Schon jetzt? Hä? Er ist aber kaputt. Wie merkwürdig. Dieses Teufelsgerät, es ist einfach stehen geblieben. Was ist der Grund für diesen Radar? Was ist der Grund für diesen Radar? Ich dachte, ich hätte mich ausgedrückt. Clip und... Faszinierend. Das ist also einer von diesen Automaten, von denen ihr habt gesprochen, die ganze Zeit? Die unglückselige Kreatur hat wohl genommen großen Schaden, aber noch nicht alles verloren. Mal sehen. Hä? Was? Was ist denn hier los? Thaddeus, geht doch mir bitte zur Hand, ja? Wir müssen bringen das arme Mädchen nach drinnen. Was genau beabsichtigt ihr zu tun, Autonomus? Ah, ich glaube, ich verstehe. Nun gut. Gefreiter Dennis, ihr werdet zurückkehren ins Schloss. Unsere Truppen dort brauchen alle erdenkliche Hilfe. Ihr werdet dort stoßen zu euch. Mhm. Okay, wir lassen euch jetzt mal hier in Ruhe. Vielleicht könnt ihr noch mal miteinander reden. Und mal schauen, was nun passiert. Also, mir gefällt auf jeden Fall das Spiel recht gut. Aber das habe ich ja schon oft erwähnt. Ah, okay, jetzt kämpfen sie hier. Feind eliminieren. Verflucht, ihr sollt sein. Verdammte, seelenlose Schurkenschrauben. Dennis, ihr werdet gebraucht am Haupttor. Es muss verteidigt werden, um jeden Preis. Feind registrieren, beginne Angriff. Achso. Ein Automat erscheint. Na denn... Zack. Ja, easy peasy.
Oh, hier liegt einer schon kaputt. Dieser Automat hat eindeutig schon bessere Zeiten gesehen. Angriff fortsetzen. Okay, hier sind beide gefallen. Ich habe erteilt eine Lektion diesen eisenköpfen Ochsen. Okay, hier ist nix. Ich soll zum Haupttor. Okay. Nein, nicht aufgeben. Genau, nicht aufgeben. Du schaffst das schon. So, wir kämpfen mal gegen ihn. Feind registriert. Angriff einleiten. Er leidet keinen Schaden. Auch nicht schlecht. Okay. Ist schon jemand drin? Ich bitte die Treppe, ihr werdet gebraucht. Am Haupttor, schnell. Haupttor ist da vorne, oder? Okay, ich muss einmal rein und raus, okay. Feind registriert, beginne Angriff. Okay, jetzt kommen zwei von euch. Ach, auch kein Problem. Mit zwei werde ich auch noch fertig. Okay. 8 Punkte. Ach, die können ja öfters angreifen. Stimmt ja. So, der erste ist schon mal besiegt. Multischlitzer. Zweimal. Übertreibt man nicht. So, kommen noch mehr Wellen. Ich vermute, ja. Okay, jetzt kommen drei. Noch mehr von ihnen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Und weiter geht's. Was ist passiert? Sie sind alle etwa gleichzeitig kaputt gegangen, oder wie? Okay, die Musik ist schon außerirdisch. Was um Henker ist hier los? Die Automaten haben begonnen, urplötzlich zu bekämpfen gegeneinander. Ich hab's gedacht, dass sie der Auslöser ist. Auditiver Angriff läuft. Gegenwärtige Lautstärke bei 80%. Ah, gefeiert denn das. Gut, dass ihr und die anderen konnten halten ihre die Stellung bis zu unseren Eintreffen. Und keine Angst. Es ist alles unter Kontrolle. Es ist Automytus gelungen zu polen um unsere Freundin hier. Sie steht nun auf unserer Seite. Kaum zu glauben. Es ist es nicht. Ich habe gründlich durchgestöbert die Neutralmatrix von dem alten Mädchen. Dabei ist es mir gelungen, zu entfernen alle Spuren von Kriegsblut durch kluges Umverdrahten. Die gute Dame wird so schnell nicht mehr bedrohen die Menschheit. Nicht wahr, Liebes? Na. Beim Tüfteln habe ich außerdem entdeckt, dass jemand hat kontrolliert die Automaten durch Schallwellen. Ein paar einfache Angriffe später und ich hatte sie so weit zu stoßen aus einem Signal, das blockiert diese Wellen.
Mit anderen Worten, wir haben nun ein Werkzeug, um zu garantieren, die Vorherrschaft der Menschen über die Automaten. Ich denke, wir sollten angreifen, die Bastionen der Automaten. Solange das Eisen ist heiß. Soldat, darf ich bitten, eure Anwesenheit bei einer taktischen Besprechung vor den Angriff? Famos. Treffen wir uns in der... Aber was sage ich da? Ihr müsst pfeifen aus dem letzten Loch nach allem, was ihr durchgemacht habt. Nun gut, wir werden versammeln uns morgen in aller Frühe, um zu diskutieren in Einzelheiten des bevorstehenden Angriffs. Dennis, ihr und eure Freunde habt gemacht diesem Königreich alle Ehre. Und ihr auch, Autonymous. Geht nun und schöpft etwas Kraft. Wenn ihr darauf besteht, aber es wird mir gewiss nicht gelingen zu schlafen vor lauter Aufregung über all die neuen Roboterkumpel, die ich kennenlernen werde in der Bastion. In aller Frühe, Soldat, nicht vergessen. Die letzten verletzten Soldaten werden ins Schloss getragen, wo man ihre Wunden behandeln. Sie alle werden den nächsten Morgen überleben. Nach all den Strapazen, die Dennis und der Rest der Gruppe durchgemacht haben, legen sie sich in ein Zimmer und schlafen schnell ein. Und dann bricht der Morgen an.